Wetterfrösche haben hierzulande nicht den besten Ruf. Vielleicht seid sogar ihr schon mal auf eine falsche Prognose hereingefallen? Meteorologie ist eine komplizierte Wissenschaft mit vielen Variablen. Und wenn sich einer mal verrechnet, kriegen es auch alle wirklich mit. In diesem Video gehen wir der Frage, wie genau sind Wettervorhersagen auf die Spur? Seit wann es Wettervorhersagen gibt? Den Wunsch, das Wetter genau vorhersagen zu können, gab es schon seit Anbeginn der Menschheit. In früheren Zeiten war man außerdem deutlich stärker davon abhängig. Da es noch keine Meteorologie gab, musste man den Himmel beobachten. Anhand von Wolkenformen lässt sich eine ungenaue Wettervorhersage machen. Außerdem wusste man, dass der Wind aus bestimmten Richtungen eine andere Wetterlage verheißt. Otto von Guericke sah 1660 das erste Mal einen Zusammenhang von Luftdruck und dem Auftreten von Unwettern. 1835 wurden Wetterstationen mit Telegraphen verbunden, was zum Durchbruch genauer Vorhersagen führte. Von wem die Vorhersagen kommen? Für die Wettervorhersagen ist in erster Linie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Main zuständig. Hier werden sämtliche Messdaten ausgewertet und zu einer Vorhersage verwurstet. Daneben gibt es auch einige private Anbieter von Wetterberichten. Dahinter steht ein Heer von Meteorologen, welches nicht nur in Stationen seinen Dienst tut. Auch Wetterballons spielen bei der Vorhersage eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und Satellitenbilder sind sowieso seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Was sie so kompliziert macht. Kennt ihr den Schmetterlingseffekt? Er besagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt zu einem Orkan werden kann. Dies soll ausdrücken, dass schon geringste Abweichungen große Unterschiede ausmachen können. Man kann an Stationen zwar das Wetter bestimmen, um es aber vorauszusagen, müssen die Daten vieler Punkte miteinander abgeglichen werden. Die Unterschiede zwischen den Punkten sind der Faktor, der sich nicht berechnen lässt. Kein Wunder, dass die ersten Supercomputer in den 50er Jahren zur Berechnung des Wetters benutzt wurden. Wie zuverlässig sie sind. Je enger das Netz der Stationen ist, desto genauer lässt sich das Wetter vorhersagen. Die Qualität ist dabei in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen, wobei es auch immer wieder Aussetzer gibt. Die Atmosphäre ist nun mal ein zeitlich chaotisches System und vor allem, wie sich das Wetter über den Ozeanen gestaltet, ist schwer vorherzusagen, da es dort, logischerweise, nur sehr wenige Stationen gibt. Man kann es gut mit den Worten von Mark Twain beschreiben. Vorhersagen sind immer dann schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Wie lange im Voraus? Noch in den 70er Jahren war selbst eine Vorhersage für nur 2 Tage weniger zuverlässig, als sie es heute für eine Woche ist. Es werden heutzutage genauere Daten erhoben und auch das Netz an Messstationen ist viel dichter als damals. Die genaueren Vorhersagen sind für die meisten Menschen angenehm. In der Landwirtschaft oder in anderen Berufsfeldern, in denen man stark vom Wetter abhängig ist, bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung von Planungssicherheit. Wettervorhersagen, die den Zeitraum von über einer Woche vorhersagen hingegen, sind auch heutzutage unseriös und man kann sich kaum auf solche verlassen. Wetter selber machen. Ob es wohl eines Tages möglich sein wird, das Wetter selbst zu machen? Es gibt dafür bereits wissenschaftliche Planspiele und auch das Militär interessierte sich vor allem in der Zeit des Kalten Krieges für die Wetterwaffe. Man kann allerdings nicht viel mehr machen, als Hagelflieger loszuschicken, die versuchen, Unwetterwolken durch das Versprühen von Silberjodid frühzeitig abregnen zu lassen. Einen sonnigen Tag kann man sich aber noch nicht selbst machen, auch wenn die chinesische Regierung dies bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking angeblich versucht haben soll. Ob das schöne Wetter damals irgendwas mit den Aktivitäten der chinesischen Sprühflieger zu tun hatte, lässt sich allerdings nicht sagen. Seid ihr schon mal selbst auf eine falsche Wetterprognose reingefallen? Verratet es uns in den Comments!